Er soll ja sofort tot gewesen sein. Was es alles so für Unfälle gibt. Fällt von der Leiter. Ja, tragisch. Und da war so ein tüchtiger Mann. Ja. Schöne Beerdigung. Und nicht einer von unserem Chor hat gefehlt. Nicht einer. Und alle von seiner Jagdgesellschaft waren da. Der Pfarrer hat auch gut gesprochen. Und sein Arbeitskollege erst. Guck mal, ich mach das schon. Ihr habt einen anstrengenden Tag hinter euch. Sag mal, weißt du, wo euer Fahrplan liegt? Keine Ahnung, wo mein Vater den hat. Ja. Nur noch hatte. Weißt du es nicht, Mutter? Nein, aber ich kann ihn ja suchen. Aber wozu denn eigentlich? Ihr bleibt doch noch. Jörg muss heute wieder zurück. Wir schreiben morgen ein Testat und ich muss mich noch vorbereiten. Aber wenn der Zug über Leipzig geht, sonst müsste ich jetzt los. Aber ich weiß nicht, wo der Fahrplan liegt. Geht vielleicht in seiner Aktentasche, Mutter. Ach so, ja. Die hat mir dein Vater geliehen. Und seine Krawatte. Die Bücher kannst du behalten. Die liest hier sowieso keiner. Egal, sie sind wertvoll. Darüber muss deine Mutter entscheiden. Ach Jörg, am liebsten würde ich mit dir mitfahren. Den Fahrplan gefunden. Jörg muss sonst weg. Nein. Jetzt auch nicht. Bis morgen dann, ich hol dich ab, ja? Dagmar, ich denke, Jörg muss sich beeilen, wenn er den Bus noch erreichen will. Ja, ja. Wiedersehen dann. Wiedersehen. Wiedersehen.
Hätte er nicht heute wenigstens im Anzug kommen können? In welchem Anzug denn? Er hat doch gar keinen. Die dunkle Jacke hat er sich nur geliehen. Er sah doch gut aus. Und dass er uns jetzt schon verlässt, findest du wohl auch noch. Was soll er denn sonst machen? Beim Tod eines nahen Angehörigen gibt's vorlesungsfrei, sonst nicht. Jörg ist doch kein Verwandter. Ihr seid verlobt. Als ob das zählt. Außer für dich. Ich hatte das Gefühl, dass er froh war, schnell wegzukommen. Vaters Tod hat ihn sehr bedrückt. Die beiden haben sich so gut verstanden. Ja, ja. Wenn Sie mit dem Habicht draußen waren, seid ihr oft genug später abgefahren, als ihr eigentlich wolltet. Vielleicht wäre es Jörg lieber gewesen, wenn man mich da heute zugeschaufelt hätte. Mutter, wie kannst du sowas sagen? Ach, das war Kind. Ich spüre ja selber, wie leer das Haus geworden ist. Ich kann es immer noch nicht fassen. Was soll denn jetzt werden? Kannst du dich erst morgen Nachmittag fahren? Wir kommen doch schon am Wochenende wieder, Mama. Außerdem bin ich mit Jörg verabredet. Bitte tu mir doch den Gefallen. Irmgard hat dir doch versprochen. Ach, Irmgard. Du bist meine Tochter. Ich hätte ihn mir nicht nochmal ansehen sollen. Ich werde dieses schreckliche Bild nicht mehr los. Soll ich bei dir schlafen? Ach ja, bitte. Na, du komm. Komm. Na los, na nimm doch. Ach, Dagmar, wenn du doch bleiben könntest. Guten Morgen, ihr zwei. Du, Gerda, den Habicht habe ich schon versorgt. Ich hatte so eine Menge Fleischreste. Das ist dir doch recht. Und hier ist dein Tafeltuch. Das habe ich gestern noch schnell in meine Waschmaschine gesteckt. Die Rotweinflecken sind jedenfalls raus. Was denn? In die Waschmaschine? Das teure Tuch. Irmgard hat's doch gut gemeint, Mutter. Ja, ich weiß, ja. Danke. So gute Rückfahrt, Dagmar. Und mach dir keine Gedanken, Gerda. Ich vertrete dich diese Woche. Warum warst du denn so unfreundlich, Mama? Sei doch froh, dass du eine Freundin hast. Freundin? Irmgard ist meine Arbeitskollegin weiter. Sie hat dich gern und würde sicher auch ein paar Nächte bei dir schlafen. Und bei Irmgard kann sie dir immer Rat und Hilfe holen. Aber ich will nicht, dass jeder gleich versucht, mir unter die Arme zu greifen. Als sei damit alles gelöst. Und außerdem habe ich ja dich. Wozu brauche ich da andere Leute? Du, Mutter, gib doch den Habicht weg. Warum denn? Der Habicht steht sich doch nichts aus. Der kriegt sein Futter wie früher. Den hat dein Vater großgezogen, auf gar keinen Fall, den gebe ich nicht her. Und ich habe jetzt auch, weiß Gott, genug andere Probleme, um die ich mich kümmern muss. Die Finanzen zum Beispiel. Das hat doch immer alles dein Vater erledigt. Schluss jetzt damit. Sieh mal. Zum
Zum Mittag habe ich dir dein Lieblingsessen gemacht. Der Gemüseauflauf ist schon in der Röhre. Aber ich wollte doch um 12 fahren. Und das Frühstück hätte mir gereicht. Nein, bleib doch. Außerdem brauchst du dein Mittagessen. In Dresden isst du doch nie richtig. Für die Frau war das ja ein schwerer Schlag. Aber das Begräbnis hättet ihr sehen sollen, als du das war. Guten Tag, Frau Schindler. Guten Tag, Frau Schindler. Was soll ich nur ohne dich machen? Ich komme doch bald wieder, Mama. Und glaub mir, es wäre wirklich besser, wenn du gleich morgen wieder auf Arbeit gehst. Das nimmt etwas ab. Schon Freitag. Guten Tag. Guten Tag, Herr Schindler. Guten Tag. Guten Tag. Sagen Sie, was ist denn bei Schindlers passiert? Etwa Reinhard? Ein Unfall. Beim Bäume verschneiden. Er war sofort tot. Wer ist tot? Nicht so laut. Ach, das ist ja furchtbar. Die arme Frau. Guten Tag. Guten Tag. Das ist die Neue. Angenehm. Huber. Beuys. Der hätte schon was geben müssen. Ja, so. Macht genau 5 Mark.
Frau Silberstein, Sie kriegen doch noch was wieder. Das war dann 10-Mark-Stück. Ach Gott, Dankeschön, Frau Schindler. Ich kann doch unmöglich jetzt die arme Frau überfallen und sagen, ich will sofort meine 2000 Mark von Ihnen, Frau Schindler. Ihr Mann wollte mir in dieser Woche den Rest der Hypothek zurückzahlen, weil ich... Guten Tag, Frau Silberstein. Weil ich mein Auto kriege. Tschüss, Rumgard. Tschüss. Nee, das kannst du nicht. Warte doch wenigstens, bis du die Benachrichtigung vom IFA-Betrieb in der Hand hast. Das dauert bestimmt noch eine Weile. Ja, hast recht. Also mach's gut, Rumgard. Wochenkraft auch dabei? Ja. 97. War doch Dagmars Verlobter, der große Dunkle auf der Beerdigung. Ja, da wer denn sonst? Studiert er auch in Dresden? Ja, auch Bauwesen, aber schon im 4. Studienjahr. Aha. Dagmar ist ja erst im 2. Netter Junge. Du kannst stolz auf deine Dagmar sein, Gerda. Hier, alles in Ordnung. Also dann guten Start, Frau Huber. Ich würde Ihnen raten, mit der Sternensiedlung anzufangen und dann die linken Häuser weiter abzulaufen. Dann können Sie keins vergessen. Mach ich, Frau Schindler. Schön, dass die Anni jetzt bei euch arbeitet. Ja, da braucht sie ihre Kleine nicht mehr in die Krippe zu bringen. Seit Wochen diese Kutscherei zu deiner Mutter. Erst Zug, dann Bus. Und immer der volle Fahrpreis für mich. Den würde meine Mutter dir gern bezahlen, aber du willst ja nicht. Wenn es nur das ist, was dich bedrückt. Nein, nicht nur das. Die Woche über leben wir getrennt in unserem Wohnheim. Rennen zu unseren Vorlesungen und Seminaren. Sehen uns manchmal nur in der Mensa. Und am Sonntag und Sonntag, wo sind wir zusammen. Mit deiner Mutter, ja. Kann ich dafür, dass mein Vater tot ist? Ich vermisse ihn genauso. Aber meine Mutter gibt sich doch die größte Mühe, das muss man anerkennen. Außerdem tut sie mir leid. Und was sollten wir sonst am Wochenende machen? Etwa nach Sassnitz zu deinem Vater fahren, in 2 Tagen. Da ist die Wohnung immer voll. Oder etwa im Wohnheim bleiben? Mal ins Konzert gehen. Oder ins Theater. Oder zur Sportveranstaltung. Oder einfach nur bei Freunden hocken und Platten hören. Und wo schlafen wir zusammen? Etwa unter freiem Himmel? Wir müssten eben eine eigene Bude haben. Wenn Gerda deine Hilfe nicht will, dann lasse doch. Ich würde mich da nicht einmischen. Außerdem hat sie Dagmar und Jörg. Naja. Vielleicht kommt sie wirklich besser zurecht, als ich dachte. Auch wenn Reinhard früher alles in die Hand nahm. So. Komm her, ich bin fertig. Mach dir nicht immer Gedanken um Gerda. Na, wie gefällt sie dir? Gut. Ist das ein bisschen eng hier? Nein, halt still. Du, die Jacke, die brauche ich nächste Woche zum Auftritt. Der Brahms ist herrlich. Der würde dir auch gefallen. So, Mama. Und nun muss ich dir was Wichtiges sagen. Kriegst du ein Kind? Also nein. Es ist wieder typisch. Verdirbst dann jede Überraschung. Na, so eine umwerfende Überraschung ist das wohl nicht. Wenn man miterlebt, wie ihr jedes Mal aufeinander zustürzt. Konntet ihr nicht besser aufpassen? Olaf immer auf Außenmontage. Da nehme ich doch keine Pille. Und warum auch? Ich will ja das Kind. Kann ich mir als Facharbeiter doch leisten, oder? Nun guck nicht so entrüstet, Mama. Ich weiß doch, wie verrückt du nach kleinen Kindern bist, hm? Oh, na komm. Ich bin eine berufstätige Frau mit Nebenbroterwerb. Meine Freizeit ist total ausgebucht. Montags und freitags Chorprobe. Dienstag Bibliothek und Mittwoch DFD. Und dauernd Choreinsätze. Wird doch nicht laufend geboren, geheiratet und gestorben in unserem Dorf. Stimmt. Aber geredet. Oder besser gesagt, gequatscht. Na und? Als hättest du dir jemals was daraus gemacht, was die im Dorf sagen. Im Gegensatz zu deiner Gerda.
aber nicht so... Das muss alle werden. Und die Soße auch. Aber Mama, ich weiß ja, dass du es gut meinst. Aber vergiss nicht, dass Jörg Sportler ist. Was glaubst du, wie genau er in Dresden seine Kalorien berechnet? Ach, was? Das bisschen Soße, als ob das schadet bei seinen langen Seiten. Was, Jörg? Da kommst du eben mal ein paar Sekunden später ins Ziel. Ein paar Sekunden sind gut, Mutter. Beim 100-Meter-Lauf geht's um Zehntelsekunden. 100-Meter-Lauf, 200-Meter-Lauf, 300-Meter-Lauf. Wem nützt das schon? So, und jetzt zeige ich euch meine Überraschung. Da werdet ihr staunen. Du kannst ein bisschen Fußball sehen. Ja. Aber doch nicht um diese Zeit, Mutter. Und bei dem alten Apparat macht er sowieso kein Vergnügen. Da kann er ja nicht mal die Mannschaften auseinanderhalten. Naja, da habt ihr recht. Der hat ausgedient. So. Mama, Jörg ist der beste 100-Meter-Sprinter der TU und sehr stolz darauf. Ja, das kann ich ja nicht ahnen. Er hat's euch aber erzählt. Ja, dein Vater vielleicht, mir nicht. Doch, du warst auch dabei. Jedenfalls war's nicht sehr... Herrje, wer nimmt denn auf meine Gefühle immer Rücksicht? Jörg, Jörg. Ein 300-Meter-Lauf gibt's gar nicht. Liest du nie die Zeitung? Ja, doch. Wahrscheinlich nur die Todesanzeigen. Entschuldige bitte. Entschuldige. Willen. Wer soll denn die essen? Was denn? Olaf hat noch keine Ahnung von dem Kind? Nö. Warum auch? Damit er sich mit mir verlobt oder verheiratet. Ich weiß noch nicht mal, ob er sich als Vater eignet. Aber du als Mutter? Ich werde schon packen, auch alleine. Vielleicht überlegst du mal, was das Kind möchte. Vielleicht möchte es nicht nur eine Mutter. Das musst gerade du sagen. Geschieden muss manchmal sein. Und vaterlos auch. Aber nicht in deinem Fall. Falsch verstandene Gleichberechtigung, meine Liebe. Du kannst doch Olaf nicht einfach ausklammern. Na, sag mal. Warum legst du nicht so ein Zeug für ihn? Weil ich ihn gerne habe. Und weil er anders ist als dein Vater. Also, nun sei nicht unfair. Sag's ihm, wenn du ihn heute besuchst. Ja. Oh, schon spät. Ich muss los, sonst verpasse ich den Bus, ja? Schrecklich, wie bei dir immer die Zeit vergeht. Räumst du das weg? Natürlich. War wieder schön bei dir. Tschüss. Danke, Mama. Mhm. Das ist ja wohl alles kein Grund, die Großmutter nur zum Geburtstag zu besuchen und sie ansonsten im Stich zu lassen. Das sagen hier übrigens alle im Dorf. Das kannst du doch gar nicht beurteilen, Mama. Regina hat Beruf, Mann und Kinder und wohnt weit weg. Du redest ja schon wie die Huber. Die hat auch so merkwürdige Vorstellungen von Verwandtschaft und ihren Pflichten. So, Jörg, iss mal noch ein Stück. Auf Gottes Willen, danke, nein. Und einen Kaffee? Danke, nichts. Ein bisschen mehr Licht vielleicht. Ach, was. Der hört jetzt auf zu lernen. Und macht mit mir eine Radtour. Na komm, Liebling. Bei dem Wetter und wenn es jetzt regnet. Na und? Hast recht, ist ein guter Vorschlag. Ich wollte schon lange wieder mal zum See. Weißt du noch, wie klitschnass Vater und ich das letzte Mal nach Hause kamen und du so sauer warst, weil ich mir durch den Wolken vor meinem Jeans so daran, dass ich zu gehorsam bin. Nein, zu mitleidig. Obgleich ich das sogar verstehe. Dagmar, das ist einfach eine blöde Situation. Und wir müssen da endlich raus. Dagi, ich suche uns jetzt eine eigene Wohnung. Ich klemm mich dahinter. Gott, ist mir schlecht von dem fetten Essen. Also gut. Nächstes Wochenende bleiben wir in Dresden und gehen ins Konzert. Meine Mutter muss das einfach einsehen. Sie muss einfach.
Ich hab doch gar nichts gegen sie. Von mir aus kann sie kochen und backen und waschen und schrubben und fernsehen, so viel sie will. Es ist ihr Leben. Aber da muss doch jemand da sein, der das isst, was sie kocht. Und der sich wohlfühlt in ihrem sauberen Haus. Richtig. Nur nicht so oft. Und nicht als Pflicht. Nanu, Frühstück in der Stube. Morgen, Mädel. Ist sie auch noch im Bad? Ja. Du wolltest dir doch schon lange einen schönen Pullover und ein paar Stiefel kaufen, nicht? Ja. Hier, 500 Mark. Wie, kannst du denn das entbehren? Ach, was heißt entbehren? Du kriegst noch viel mehr von mir, noch viel mehr. Wahrscheinlich 5.000. Oh, was? Ja. 5.000? Ja, ich muss nur noch die ganze Erbschaft regeln. Aber lass mich nicht im Stich. Ich lebe doch nur noch von den Wochenenden, Dagmar. Nur noch von den Wochenenden. Also dann bis zum nächsten Sonnabend, Dagmar, ja? Ja, wenn keine Lehrveranstaltung dazwischen kommt. Lehrveranstaltung am Wochenende abends? Das hat's ja noch nie gegeben. Also dann, tschüss. Dagmar, was hattest du mir gestern versprochen? Ja, es war blöd von mir, mich wieder festnageln zu lassen. Aber heute Morgen hat sie mir 500 Mark gegeben und da habe ich mich... Stechen lassen, was? Blödsinn. Das war ein Vorschuss auf mein Erbe. Warum soll ich das nicht nehmen? Gerda? Warum sitzt du denn im Dunkeln? Ach Gott, hast du mich jetzt erschreckt. Entschuldige, es tut mir leid. Eigentlich wollte ich nur die Bücher abholen. Ja. Willst du einen Kaffee? Ist allerdings schon kalt. Das macht nichts, danke. Und ein Stück Torte? Nein, danke. Schade. Du, Gerda, das geht mich ja nichts an. Aber ich an deiner Stelle würde bald von Maya die Dachrinne fertig machen lassen, damit das Gerüst wegkommt. Das musst du ja tageweise bezahlen. Das wird schon nicht so teuer sein. Soll ich mal mit dem Meier reden? Nein, danke. Das mache ich schon selbst. Und der Habichtig. Jetzt fängst du schon an, Georg. Das arme Tier braucht Bewegung. Als ob ich keine anderen Sorgen hätte als diesen Habicht. Was denkst du, was ich für Laufereien mit der Erbschaft habe? Wenn ich dir irgendwie helfen kann. Nein, nein. Das Haus gehörte doch Reinhard. Oder stehst du auch im Grundbuch? Sonst musst du es umschreiben lassen. Ja, ja. Das weiß ich ja. Die Bücher. Willst du nicht auch mal reinsehen? Ich habe mir noch nie viel aus Lesen gemacht. Ich kann sie verlängern lassen. Ach, Ivo, ich habe dazu jetzt weder Zeit noch Ruhe. Sieh dir mal an, wie mein Garten aussieht. Ach, lass das doch Dagmar und Jörg machen nächste Woche. Meine Bärbel hat mir auch geholfen. Keine Bärbel. Hat an ihrer Nähmaschine Freitag Feierabend. Aber meine Dagmar muss lernen, auch am Wochenende. Außerdem soll sie sich ausruhen, wenn sie hierher kommt und nicht rumwerkeln. Solange Reinhard lebte, brauchte sie auch kein Unkraut jäten. Das war vielleicht ein Fehler, sie so zu verwöhnen. Ich glaube nicht, dass du das beurteilen kannst. Dagmar war ein Wunschkind. Nach 7 Jahren Ehe. Kein Zufallskind wie deine Bärbel. Und solche Kinder verwöhnt man eben. Das ist doch klar. Für meinen Mann habe ich auch immer alles getan, was ich konnte. Stimmt. Das gewaschen, gekocht, gebügelt, sauber gemacht und gewartet auf die beiden. Vor allen Dingen gewartet. Du bist tagtäglich aus der Post gestürzt, um ja zeitig genug zu Hause zu sein und denen die vollen Teller zuzuschieben. Und jetzt machst du es mit Dagmar und Jörg weiter. Aber glaubst du wirklich, dass das auf die Dauer genügt, um jemanden an sich zu binden? Meinen Kindern würde das aber nicht gefallen, wenn ich rumsitze und lese. Wie du. Dreimal in der Woche im Chor trällern, Bücher anpreisen in der Bücherei, statt mich darum zu kümmern, dass in Haus und Garten alles in Ordnung ist. Komm, lass mich mit deinen Ratschlägen in Ruhe. Frag doch mal, was sie im Dorf über mich denken. Ja, ja, für dich zählt nur, was sie im Dorf denken. Die Sterbeurkunde und der Erbschein berechtigen Sie unter Vorlage derselben, Ihres Mannes Sparbuch auf der Sparkasse aufzulösen.
Und wann muss ich Erbschaftssteuer bezahlen? Das entfällt sich in Ihrem Falle. Und das Haus gehört mir jetzt auch? Ja, Sie müssen nur die Eintragung im Grundbuch ändern lassen. Gut, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Wiederschauen. Dann nehmen Sie doch endlich das verdammte Geld weg. Na, haben Sie sich schon entschieden? Ja, der ist gut. Den nehme ich. Soll eine Überraschung sein für meine Kinder. Ach, die werden sich freuen. Staunst du, was? Antenne für einen Farbfernseher. Tja, bei Schindler sitzt das Geld. Werkmeister in einem Betrieb mit lauter Exportaufträgen. Na, da hagelten doch die Prämien. Na, stimmt's, Frau Selber? Ja, Frau Schindler. Und nächste Woche wieder eine NBI. Ja, ich denke dran. Das ist nett, danke schön. Wiedersehen. Schließt du gleich ab, Irmgard? Warum ist denn die Huber heute nicht gekommen? Ihr Kind ist plötzlich krank geworden. Hier war auch allerhand los. Beide Strecken sind eine ganz schöne Viecherei. Und heute Abend die letzte Probe. Sonnabend ist Chorausscheid vom ganzen Bezirk. Willst du nicht mal mitkommen? Da gibt's so viel zu sehen und zu hören. Das würde dir bestimmt gut tun. Nein, Dagmar und Jörg kommen doch. Oder dachtest du, ich hätte den Fernseher für mich gekauft? In 3 Wochen geht's ab ins Ausland. Also nicht viel Zeit, um Zelte abzureißen. Mann, kann das Leben schön sein. Was? Dagmar! Und wenn's nicht genehmigt wird? Blödsinn, bei Jörg als Beststudent immer. Nein, nein, das ist nicht der Hafen. Zum Glück gibt's nur ein Märchen. Also, was ist faul dran? Sag schon. Naja, ich habe die Bruchbude ja schließlich bewohnbar gemacht und ich bin auch nicht der Weihnachtsmann mit dem Sack voller Geschenke. Wasseranschluss, Strom, Klo, Maurer, Maler, Zimmerleute. Tja, Leute, 4000 Mark müsst ihr schon hinblättern. Und möglichst schnell, ich habe noch andere Interessenten. Das können wir vergessen. Komm, Dagmar. Danke, Gunther. Wenn man sich schon mal freut. Ja! Wir nehmen die Bude, heb sie bitte für uns auf. Ich beschaff das Geld. Kannst dich drauf verlassen, Gunther. Ja! Über ihre Spezialstrecke laufen. War eine vernünftige Idee, Mama. Du musst dir ja schließlich auch mal was leisten. Und ein fabelhaftes Bild. Wirklich, einwandfrei. Das ist genau das Richtige für deine langen Abende. Ach, ich. Hauptsache, ihr habt euren Spaß. Auf der Bahn 2, das ist... Mama, ich brauche dringend deine Hilfe. Ganz, ganz dringend. Ich wäre nicht auf die Idee gekommen, aber... Naja, nur raus mit der Sprache. Na gut, du sprachst doch neulich mal von meinem Erbe. Ja. Und stell dir vor, jetzt könnten wir eine kleine Wohnung kriegen. Jörg und ich müssten nicht mehr getrennt leben. Was auf die Dauer ja sowieso gefährlich wäre, weil er so ein Frauentyp ist. Naja. Aber der Wohnungsbesitzer will natürlich seine ganzen Ausgaben wiederhaben, das ist doch klar. Was glaubst du, was der in die Wohnung alles reinstecken musste? Wasser, Strom, Gasanschluss. Aber das wäre doch eine gute Anlage für mein Erbe, stimmt's? Das muss jetzt gleich sein? Ja, sofort, das ist es eben. Der hat sich ins Ausland verpflichtet und will die Bude vorher verkaufen. Und wenn die reißen, dann ist das ganz Ding, glaube ich. Naja, warte mal. Nun kann man die Spieler genau unterscheiden, nicht wahr, Jörg?
Ja. Conti, stopp! Und von Schuss! So. Und wie viel brauchst du? 4.000 genau. Mama, Jörg wird staunen. Nun sei doch nicht so stur und rede wieder mit mir. Ich denke, wir lieben uns. Dieses Geld hat auch nichts mit meiner Mutter zu tun. Es ist mein Erbe. Du kriegst die Genehmigung für die Mansarde und ich gebe das Geld dafür. Einer braucht den anderen, das ist das Entscheidende. Das sind schon 4.000 Mark. Wenn man Tag und Nacht zusammenleben kann. Du und mein Vater, der würde sich freuen, wenn er wüsste, dass ich das Geld dafür verwende. Schon möglich. Trotzdem ist das ein blödes Gefühl für mich. Ich werde die Hälfte an dich abstoßen. Von mir aus? Wenn es dich glücklicher macht? Du, ich kann es kaum erwarten, mit dir dort einzuziehen. Denkst du mich nicht? Oh, Entschuldigung. Dein Tipp war gut, Ehrenrat. Das freut mich. Und heute den zweiten Band? Ja, aber das reicht dann. Bitte, ich habe Zeit. Oh, danke schön. Ich nehme dieses hier. Wie geht's zu Hause? Danke, gut. Na, wann kommt denn dein neues Auto? Wahrscheinlich nächste Woche. Die wissen das auch nicht auf den Tag genau. Mhm. Schönen Gruß, ja? Danke. Jedenfalls brauche ich endlich die 2.000 Mark von Gerda Schindler. Und wie man sieht, geht's ihr nicht schlecht, denn wer stellt sich schon so schnell einen Farbfernseher in die Bude? Also wird der sparsame Reinhard etwas auf der hohen Kante gehabt haben. Und ich muss keine Rücksicht mehr nehmen. Ich dachte, mein Mann hätte die Hypothek zurückgezahlt. Ja, bis auf 2.000 Mark, Frau Schindler. Eine Woche vor seinem Tod haben wir über die Rückzahlung gesprochen. Und weil ich doch jetzt meinen Skoda kriege, brauche ich das Geld, Sie verstehen? Ja. Hier sind die Unterlagen. Aber ich glaube Ihnen doch. Und hätte ich es früher gewusst, könnte es auch gleich erledigt werden, Herr Werner. Aber nun habe ich meiner Tochter gerade eine größere Summe geliehen. Die hat plötzlich eine Wohnung bekommen, wissen Sie. Da möchte man als Mutter nicht kleinlich sein. Natürlich. Frau Schindler. In den nächsten Tagen bekommen Sie Ihr Geld. Nein, Frau Schindler. Wie kommen Sie denn darauf? Ihr Mann hat sich doch nach 20 Jahren seine Lebensversicherung auszahlen lassen. Wussten Sie das nicht? Hier, sehen Sie selbst. Ihres Mannes Unterschrift. Thank you.
Ja? Kann ich dich mal sprechen? Komm rauf! Schön, dass du mich mal besuchst, Gerda. Willst du ein Bier? Komm, setz dich. Das ist richtig gemütlich bei dir. Ach, es ist immer ein bisschen Unordnung. Ist das hübsch? Lohnt sich das eigentlich? Nee, aber es macht Spaß. Komm, setz dich. Als Reinhard noch lebte, hatte ich ja auch immer was zu tun. Aber jetzt? Alles so sinnlos geworden. Weißt du, was ich jetzt manchmal denke? Dann ist aber Schluss, Reinhard. Jetzt warst du lange genug weg. Jetzt kannst du endlich wiederkommen. Nee. Ich kann nicht alleine leben. Wie du, Irmgard. Aber du hast es ja selbst gewollt. Mir ist es aufgezwungen worden. Von einem Tag zum anderen. Ohne Vorwarnung. Und jetzt kommen plötzlich fremde Menschen in mein Haus und... Meinst du Wörner etwa? Wieso? Was weißt du denn von Wörner? Er hat mich mal um Rat gefragt. Gleich nach Reinhards Tod. Dich um Rat? Weswegen? Wegen der Hypothek, die Reinhard... Was geht das fremde Menschen an? Hypothek? Das ist eine Unverschämtheit, da so rumzutratschen! Das hat er nicht. Reg dich nicht auf. Wir haben doch immer alles bezahlen können. Und daran wird sich auch nach Reinhards Tod nichts ändern. Verstanden? Das habe ich dem Wörner doch gesagt. Nichts anderes, nur das. Trotzdem. Ein für alle Mal. Meine Sachen gehen niemandem etwas an. Auch dich nicht. Halt dich da raus. Und falls es dich beruhigt, mein Mann hat mir genügend hinterlassen, Irmgard. Genügend. Dach sind fertig oder nicht? Ist mir egal, ich brauche meine Rüstung. Was das kostet, muss ich erst mal ausrechnen, das schicke ich Ihnen dann zu. Wird eine ganze Menge zusammenkommen, schätze ich, aber trifft ja keinen Arm. Gleich Feierabend, was? Da habe ich ja noch Glück. 800. 25. Und Glück 21, Frau. Ach ja. Na, stimmt's. Ja. Alles in Ordnung. Danke, Wiedersehen. Wiedersehen. Wann ist denn eigentlich Zahltag? In 4 Tagen. Na, Gott sei Dank, ich bin restlos pleite. Mein Mann hatte da gestern Geburtstag. Ein kleiner Vorschuss? Ausgeschlossen, verboten. Naja, ich befinde mich unter Beamten. Besser einteilen, Frau Huber. Verbreitete Krankheit in jungen Ehen können nicht rechnen.
Was ist denn noch? Wollen Sie mit oder nicht? Bitte. Guten Tag. Ja, Frau Schindler. Irmgard, du tauschst heute mit der Huber, bitte, ja? Du nimmst den unteren Abschnitt und Döllnitz dazu und die Huber geht oben lang. Warum denn? Weil du zuverlässiger bist und weil ich schon zwei Reklamationen aus Döllnitz habe. Das kann ich mir nicht leisten. Nicht mal die Zeitungen stimmen bei der Huber immer. Und bitte geh und gib ihr meine Anordnung weiter, ehe sie einsortiert hat. Mach das lieber selber, Gerber. Ich hab Kundschaft. Bitte schön, Irmgard. Frau Schindler, entschuldigen Sie, dass ich hier aufkreuze, aber Freitag nächster Woche kann ich meinen Wagen abholen. Da brauche ich das Geld unter allen Umständen. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Sie bekommen es vorher. Sie brauchen sich gar keine Sorgen zu machen. Es geht alles in Ordnung. Gut. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Zwei Zeitungen vertauscht. Na, die soll sich nicht so haben. Hier fehlt Straße und Hausnummer, Frau Silberstein. Die Erkundissenhaus reicht nicht. Ach ja? Und warum soll ich nun wirklich oben lang, Frau Schindler? Weil ich hier bestimme, Frau Huber. Und sprechen Sie in Zukunft bitte etwas leiser. Sie befinden sich schließlich in einem öffentlichen Dienstraum. Hier muss der Betrag noch im Buchstaben hin. 100. Und hier auch. Na, warten Sie, ich helfe Ihnen. Guten Tag. Guten Tag. Ach, guten Tag. Guten Tag. Na, wie geht's denn dem Albert? Ach, dem Albert. Ich weiß, der hat ja immer schon geklagt. Aber dass das noch gar nicht besser wird. Naja, grüß ihn mal schön von mir. Ich wünsche ihm gute Besserung. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Wiedersehen, Alma. Wiedersehen. Ach, bitte, Kinder, lasst mich erst mal ran. Mein Bus kommt gleich. Ja, ja, der Herbert, immer in Eile. Ihre Brille, Frau Silberstein. Na, wer sagt's denn? Ein Glück, dass der Kopf angewachsen ist. Oh, da haben Sie recht. Vielen Dank, Frau Schindler. Eilboten und einschreiben, Gerda. Mein Enkel hat morgen Geburtstag. Was, morgen schon? Hm? Und einschreiben, das wird nichts mehr, Herbert. Na, dann eben nur Eilpost. Wird schon nichts passieren. 70 Pfennige. Hoffentlich ist kein Geld drin, du weißt doch, das ist verboten. Nein, nein. Und nochmals vielen Dank. Aber mein Bus. Meine Sammlermarken. 2,75. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Gerda. So ein Leichtsinn. Das Geld hier immer so liegen zu lassen. Aber da kann ich ja reden, was ich will. Ja, ja. Aber lass sie doch die alte... Ich bestimme die Routen, nicht die.
Die Leute hier sind gewohnt, dass ihre Post um 10 kommt. Und nicht, wann es Frau Huber passt, weil sie in Döllnitz mal auf den Sprung nach Hause will. Weißt du, wie lange du für dieselbe Strecke zum Austeilen brauchst? Eine Stunde weniger wahrscheinlich. Aber sie macht das ja auch schon 15 Jahre. Und was soll denn sein mit dem Geld? Ich werde es schon ersetzen, wenn was fehlt. Es geht ums Prinzip, Frau Huber. Mit fremdem Geld geht man nicht so luschig um. Das kann halt runterfallen oder wegfliegen, wenn Durchzug kommt. Na gut, da werde ich es in Zukunft in eine Tüte stecken. Aber sowas kann man auch anders sagen, Frau Schindler. Nämlich offen ins Gesicht. Und dass ich beim Postaustragen mal kurz bei meinem Kind vorbeischauen will, ist doch kein Verbrechen. Andere Kinder müssen auch in die Krippe gehen. Warum denn nicht ihrs, Frau Huber? Guten Tag. 10 Briefmarken, als 20 und die Strickmoden, bitte. Danke. Und wo sollen die sein, die 100 Mark? Die kannst du doch bloß verloren haben. Und das Schlimmste ist, ich kann das gar nicht der Schindler beichten. Denn dann hätte sie ja recht von wegen Schlamperei und so. Guten Tag. Guten Tag. Nee, nee, du, ich muss das wortlos ersetzen, auch wenn es mich furchtbar kräbt, denn ich brauche das Geld. Aber ich werde mir doch vor der keine Blöße geben. Vorher hat sie's nie gestört, dass ich meine Route teile und die Hälfte zum Austragen liegen lasse. Jetzt kontrolliert sie dauernd meine Sachen. Irmgard. Und wenn sie nun den 100er genommen hätte, um ihr eins auszuwischen? Bist du verrückt? Ja, aber es war jetzt manchmal unbeherrscht und ungerecht. Aber sie ist nicht gemein. Und wenn du knapp bist, dann pumpe ich dir was, Pasta. Achte nur in Zukunft mehr auf dein Postgut. Schön.
Konntet ihr euch nicht vorstellen, wie ich auf euch warte? Mich sitzen zu lassen mit dem ganzen Essen. Mama, ich hab dir doch einen Eilbrief geschrieben. Ja, zwei Tage später. Ich kam nicht dazu. Wir mussten uns doch so vieles besorgen. Töpfe und Decken und Kissen und Tassen und Zucker und Salz und Schrubber und Eimer. Was da plötzlich alles gebraucht wird, sagenhaft. Als wir unsere Suppe essen wollten, hatten wir leider keine Löffel. Die haben sie schließlich getrunken. Uns fehlt noch schrecklich vieles. Drum, Mama, könntest du uns noch mal 500 Mark geben? Oder leihen? Ich könnte da ganz billig ein paar Möbel kriegen. Wirklich ganz billig, fast geschenkt. 500 Mark auf keinen Fall, auf gar keinen Fall. Schon gut, ist ja nicht so schlimm. Dann müssen wir eben weiter auf dem Fußboden schlafen. Was? Auf dem Fußboden? Seid ihr verrückt? Auf alten Matratzen natürlich. Das machen doch viele. War denn bei den Möbeln auch ein Bett dabei? Natürlich. Tisch, Schrank, Stühle und eine Liege. Also gut. Mehr habe ich nicht. Danke, Mama. Das reicht erstmal für die Anzahlung. Kriegen Sie das andere eben später. Wir gehen jetzt auf den Friedhof. Wir beeilen uns. Ich freue mich nämlich schon auf dein Essen. Das wird schmecken. Bis bald, Mama. Ja? Bist du fertig? Jörg sagt, der Habicht sieht nicht gut aus. Und musst du immer in Trauer gehen. Ich jedenfalls höre auf mit diesen dunklen Sachen. Das hat mit Trauer nichts zu tun, sagt Jörg. Und was sagt er noch? Dass ich in Geld schwimme und dass man mich ausnehmen kann, solange noch Zeit ist, ja? Sagt er das? Sagt er das auch? Dein Jörg! Um Gottes Willen, was ist denn los mit dir? Hör auf! Du wirst mir noch den Mund verbieten in meinem eigenen Haus! Ich wundere mich überhaupt, dass ihr noch nicht abgefahren seid, jetzt, wo ihr euer Geld wieder habt! Dagmar, ich fahre jetzt nach Dresden zurück. Nein, bleib, Jörg! Bitte bleib! Jetzt geht doch gar nichts! Kein Bus, kein Zug! Du kommst nicht weg! Dann trempe ich eben. Hier bleibe ich auf keinen Fall! Wie konntest du mir das antun? Mutter, weißt du, was es mich jedes Mal für Mühe kostet, ihn hierher zu schleppen, in dieses leere Haus? Nur weil du darauf bestehst, dass wir hier jede Woche antanzen. Und das eine sag ich dir, wenn Jörg nicht mehr her will, komme ich auch nicht mehr. Er will doch gar kein Geld von dir. Hier hast du dein verdammtes Geld zurück. Ich will es auch nicht mehr. Also, wir gehen jetzt.
Gerda Schindler wurde ihrer Position als Poststellenleiterin enthoben. Das Kreisgericht verurteilte Gerda Schindler wegen Diebstahls und Urkundenvernichtung zu einer Haftstrafe von 6 Monaten auf Bewährung. Die Bewährung wurde auf den Zeitraum von 1 Jahr ausgesetzt. Zudem musste die Angeklagte das gestohlene Geld in Höhe von 730 Mark zurückzahlen.